Hallo meine Freunde, willkommen zurück in Valheim. So, heute geht's los. Wir sind ausgestattet in Bronze bis zum geht nicht mehr. Das heißt, wir gehen den Uraltern, der befindet sich hier. Das weiß ich von der World Generator und außerdem habe ich den Altar gesehen im Vorbeirennen. Ich glaube, von hier aus habe ich den gesehen oder hier. Irgendwo sieht man den. Wir werden da jetzt hingehen. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich zum Beschwören braucht habe, aber ich weiß, ich habe Feuerpfeile hergestellt. Den kann man nämlich aus Harz, Holz und Federn hier herstellen. Jetzt haben wir hergestellt, weil, wie gesagt, uralte Holz, der ist aus Holz, der kann schon brennen. Das soll schon funktionieren. Das heißt, wir werden jetzt einfach mal loslegen. Wie gesagt, der Rest schaut gut aus und meine Base steht. Ich werde hier auf jeden Fall auch die weitere Base aufbauen dann mal, weil das schaut schon absolut cool aus. Da mache ich mir absolut keine Gedanken, dass das so nicht passt. Das heißt, wir gehen wortwörtlich jetzt mal einfach in die Richtung. Ja, was haben wir sonst noch zu tun? Wenn wir den Uralten besiegt haben, ich hätte gern einen besseren Bogen, aber irgendwie ist mein Bogen... mir fehlt ein Matz dafür, für einen besseren Bogen. Also ich habe jetzt noch keinen besseren. Bone Mass ist auch in der Nähe. Der ist angeblich dann gleich hier irgendwo, hier herum. Da. Auch super. Und dann kommt schon eben die Drachenkönigin in den Eisgebirgen. Und dann Jäglus. Und dann sind wir schon bei der Queen wieder angelangt. Und ich sag, ich habe jetzt lange Zeit auch überlegt, was ich jetzt mit dem machen, mit dem Miteinander spielen etc. Bin jetzt dazu gekommen, ich werde einen Community-Server starten. Ich weiß aber noch nicht wann genau, ob es heuer noch wird. Entweder heuer oder knapp nächsten Jahres. Und da werden wir dann alle miteinander Valheim spielen. Aber hier für die Videos möchte ich auf meiner kleinen Welt, weil ich so unregelmäßig spielen kann, dann doch lieber alleine rumrennen. Das ist nicht, weil ich nicht gern mit Leuten rumrenne. Im Gegenteil, ich spiele gern Multiplayer. Das liegt einfach daran, weil ich letztes einmal Vormittag spielen haben können. Dann wieder um 8 am Abend. Dann wieder mal um 3. Dann wieder am Vormittag um 9. Es ist einfach... Und selbst wenn ich es laufen lassen würde, dann rennt wer andere rum mit viel besseren Gear. Und ich will die Geschichte ja von Anfang an erzählen, von bis, wie man sich durcharbeitet, ohne Cheats, ohne allem, so funktioniert es. Singleplayer-mäßig zum Beispiel, jetzt nicht unbedingt, aber so geht es storymäßig. Und dann habe ich halt das Problem, dass dann derjenige, der dann rumrennt, doch schon wahrscheinlich viel besser geared ist. Und dann daneben steht und ich habe das und das und dort und muss nur da und dorthin. Ich will das aber selbst so wie wenn ein Singleplayer das Spiel beginnt, erzählen. Und auf dem Community-Server, den ich einrichte, kann jeder machen, was er will. Da können wir dann rumwurscheln wie blöd. Da werden wir dann richtig mal über die Stränge schlagen und mal so richtig mal krank einfach nur irgendeinen Scheiß machen, der uns gerade einfällt. So. Gut, somit ist die Geschichte mal jetzt geklärt. Jetzt marschieren wir mal Richtung Uralten. Ich weiß, ich marschiere da einfach hin gerade, ohne irgend jegliches Nachdenken drüber. Macht aber nichts, weil ich mich an den erinnere, wenn man im Fernkampf gut ist und hinter die Säulen versteckt, braucht man ja auch nicht sonderlich tolle Sachen, um den zu besiegen. Das heißt, wir gehen mal. Ich besitze Bronzerüstung, hätte auch die Trollrüstung machen können, habe ich aber lassen, weil... Mit Trollrüstung, der Umhang zum Beispiel, der war ja cool, der Trollumhang. Der hat aber nur verstohlen als Bonus. Das ist für mich auch egal, weil ich ja nicht so oft verstohlen gegen einen Boss kämpfe. Hätte ich aber noch ein, zwei Trolle braucht und von daher habe ich das jetzt nicht gemacht. Wie gesagt, es tut mir leid. Ich bin auch nur ein Mensch. Es ist, wie es ist. Ich war gerade beim Wirten, habe mit ein paar guten Freunden, Kollegen geredet. Ist immer wieder total nett und super und ich finde zwischenmenschliche Interaktion, sprich, man trifft sich beim Wirtshaus oder sonst wo, absolut wichtig. Ich werde es niemals aufgeben, weil ich einfach finde, dass das gehört dazu. Und ja, da sind zwei, drei Bier geflossen, aber ich habe jetzt noch Bock zum Zocken, deswegen... Werde ich das jetzt mal aufnehmen, hoffe, dass es halbwegs rüberkommt. Es tut mir leid, falls ich dann nuschel oder irgendwie schlecht rede.
Und bitte schreibt es in die Kommentare, ihr könnt auch gerne Kritik reinbringen. Ich sag, bei mir gibt es im Vergleich zum Elon Musk Twitter wirklich Meinungsfreiheit. Wenn die Meinungsfreiheit hier auf dem Kanal endet bei mir da, wo YouTube mit die Richtlinien einschreitet. Sonst eigentlich darf jeder gern sagen, was er mag. Ich bitte darum, ich tue es ja selbst auch. So, weiter geht's. Gucken wir mal. Haben wir die blauen Beeren? Die wären mal cool für den Beerensaft. Habe übrigens die ersten 50 Stimmen auf der Umfrage zu der Partlänge sind abgegeben. Die Mehrheit mit 44%, soweit ich mich erinnere, ist derzeit für 45 Minuten ungefähr. Werde ich mich versuchen, daran zu halten. Natürlich mache ich das. Ich würde keine Umfrage machen, wenn ich mich da nicht dran halte. Das wäre ja blöd. Versuche ich mich dran zu halten und dann schauen wir. Ich habe da gerade so ein Déjà-vu von früher. Ich glaube, ich brauche den uralten Samen irgendwo hier am Schutz beschwören. Kann das sein? Das da hinten schaut schon ziemlich nach was aus. Oh ja, da war was. Ja, genau, hier. So, Leute, ohne jetzt viel nachdenken, probieren wir einfach. Kann viel schief gehen. Zack, zack, zack. Nee. Reicht ja nicht viel schief. Ja, lesen wir mal einen Rundstand. Verbrenne Nachwuchs. Kann ich auch. Kann ich dann auch einfach die Köpfe verbrennen? Nö, nichts passiert. So, na dann werden wir mal Nummer 8 probieren. Ich weiß, das ist alles wegen überhaupt, es sind 7 Minuten im Part, sind losgerannt daher, aber ich schaue euch schon, wir hatten da damals irgendwo Gebäude rundum von der Fläche, die haben wir jetzt nicht, so. Probieren wir es mal. 8. Oh, Mensch, 1 von 3. Gut. Lange Rede, noch viel kürzerer Sinn. Ich wusste, wir brauchen die Samen. Aber das mal. Oh, was nehmen wir mit? Aber dass ich jetzt 3 bräuchte, das wusste ich jetzt irgendwie nicht mehr. Ja, aber das macht ja nichts. Man kann ja ruhig ein bisschen. Das macht hier gar nichts. Man kann ja ruhig ein bisschen. Rumrennen. Riecht den Samen auch so oder muss ich die Typen da killen? Jetzt kann man dich blockieren auch. Komm, hau mich. Hau ich dich. So. Ich glaube, die Grünen lassen auch den Samen fallen, oder? Habe ich da jetzt irgendwas irgendwo benannt? Nee. Und der Samen hängt da oben.
Nein, der schafft es auch nicht. So, noch ein World zusammen. Das ist tragisch. Warum kriegen wir noch sowas her? Aha. Wenigstens, ich weiß nicht, die Leuchtdinger waren immer für irgendwas für Heilung gut. So, jetzt ist die Frage. Beginnen wir den Kampf? Im Finstern? Oder warten wir aufs Tageslicht. So, damit würde ich sagen, wir beginnen. Getcha, Frühgas 8. Ich bringe das Opfer da und es fängt immer alles an zum Zittern. Warum auch immer alles zittern muss. Okay, dann muss ich mich ein bisschen bewegen. Hui. Ah. Okay, ich habe ein bisschen wenig Ausdauer, sehe ich gerade. Nicht sprinten, nur gehen. Ich finde eigentlich, dass es recht okay ist bis jetzt. Wobei, der verliert irgendwie gerade nicht mehr live. So gut gerade kacke. Irgendwie hat der nicht Welten Weakness, sag ich da ehrlich. Das ist wirklich Welten Weakness. Was macht denn der Pfeil? Wow. Nein, lauf! Ich müsste ein bisschen Ausdauer regenerieren. Lauf, 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 lauf.
Jetzt ist die Frage, haben die, hat da der Typ die gespawnt oder sind die von selbst gekommen? Jetzt kann ich mich da mal verkrallen ein bisschen. Fuck! Ja. So viel zum Uralten, ja? Na gut, gleich nochmal. So, jetzt sind wir wieder hier. Wir sind zwar gestorben, aber es ist noch alles irgendwie im grünen Bereich anscheinend. Jetzt gehen wir mal drauf und schauen, wo der Typ hinkommen ist. War klar. Naja, es geht. Die Taktik ist ja prinzipiell nicht so schlecht. Lauf, 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 Forest, lauf. Immerhin dort schön umhalten, aber der Kampf kann trotzdem etwas dauern. Da wäre es wirklich, da hätte ich mir wirklich das Met herstellen sollen. Das Ausdauer-Met wäre wirklich praktisch gewesen, aber Hauptsache der hat irgendwo sein Dot um. Boah, das sind aber viele. Das war jetzt wirklich, also das war jetzt auch wirklich auch geschissen. Jetzt bin ich ja gerade ziemlich in der Bredouille wieder. Ja, ich habe zwar jetzt schon die Hälfte meiner Ding weg, aber jetzt wird es dann kritisch. Meine Life per Second sind irgendwie nicht so stark wie das, was ich gerne hätte.
Ich warte eigentlich die ganze Zeit, dass ich jetzt irgendwann wieder zum Schuss komme. Das Problem ist, da rennt noch so ein kleiner Depp nach. Ah, wie viel kommen da noch? Muss ich, glaube ich, wirklich ein Stück weiter weg mal, weil jetzt wird es dann kritisch. Puh. Aber ich war ein bisschen zu knapp dran, ich hätte mehr Abstand halten müssen. Warum kommen wir immer genau da an, wenn man es nicht braucht, diese kleinen Scheiße oder hier? Wobei ich ja der Meinung bin, dass irgendwie schon zusammenhängt. Ich weiß nicht, ob man den Nahkampf auch besser besiegt, aber jetzt ist er mal... Boah, das ist lästig. Der Kampf dauert schon eine Weile. Vielleicht sollte ich wirklich einfach in der Nähe von dem Typen bleiben. Nee, das ist nichts.
Man, das ist cool. Der Steiner ist cool. Der macht's jetzt ordentlich. Der wird's jetzt rausreißen. Kurzzeitig. Das würde mich echt interessieren, wie man den Nahkampf besiegt. Das interessiert jetzt mich schon. Jetzt hier machen wir mal da ein bisschen mit Eigtürs Macht dran. Ich muss aus dem Tentakel raus. Also ihr seht, im Fernkampf funktioniert das eigentlich nach ein bisschen Eingespiele. Bisschen Sprint, dann Pause, bisschen Sprint, Pause. Eigentlich recht gut. Es hat natürlich ein bisschen Einspielphase, braucht man natürlich. Die brauche ich auch gerade. Ah! Das ist aber zum Beispiel super. Ihr könnt hier von hier aus einfach schießen und wenn die Tentakel kommen, geht's weiter. Ah! Am besten hinter einer Säule stehen bleiben, ihr könnt dann von der Säule aus, könnt ihr wirklich super. Einfach nur mit einem kurzen Schritt in die Defensive gehen. Nicht so wie ich jetzt alles verschieße, sonst habt ihr keine Ausdauer mehr zum Flüchten. Und rennt einen recht großen Radius, sonst habt ihr irgendwann keine Ausdauer mehr und verwendet wirklich die Säulen. Dann ziehen wir auf den Bogen hier dahinter und schießen da vorbei. Ihr dürft schon die Brandpfeile mittlerweile verwenden, weil die anderen nicht mehr vorhanden. Yep, die anderen nicht mehr vorhanden. Also nehmt genug Pfeile mit, das waren sicher 50 Pfeile. Die habe ich nicht alle reinballert, ich habe auch einen Großteil daneben vorbeiballert, so ist es jetzt nicht. Aber der Uralte wird und wird jetzt bald drauf gehen. Da am Baum ist, habe ich mir auch gedacht, Feuer funktioniert. Ja, Feuer funktioniert auch. Aber es ist es nicht, ehrlich gesagt, jetzt nicht merklich besser den anderen gegenüber. Tschüss.
Jawohl, der Uralte wurde besiegt. Meins. Und ich hätte gerne das Kienichkiefer zapfen. Die Distel. Okay. Da 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 da. Sumpfiger Schlüssel. Den brauchen wir wiederum für die Kammern im Sumpf. Von daher haben wir jetzt einmal einiges erledigt. So. Wir können jetzt abrupt Stand der Bäder nicht irgendwas Neues craften. Wir müssen zuerst in den Sumpf, um hier wirklich was rauszukriegen. Aber wir haben jetzt 45 Minuten, genau das, was bei der Umfrage stand, 50 Leute. Rausgekommen ist, haben wir gemacht. Wir gehen jetzt nach Hause. Schassendorf. So, also, wir gehen nach Hause und im nächsten Part geht's weiter Richtung Sumpf. Jetzt gehe ich nur zurück, lad mich aus, räum mich aus und dann geht's ab sofort Sumpfgebiet. Vorsicht, nass wird es wahrscheinlich sein oder eher feucht. Und da werden wir sich dann rumtreiben ein bisschen mit feuchtfröhlichen Gegner. Leute, danke fürs Zuschauen. Wir haben den zweiten Boss im Mistlands Story Gameplay erledigt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Abo, Like, Comment, nicht vergessen. Bis dann.